Seht ihr Leute, es gefällt schon zwei Leuten, mir selbst und einer fremden Person. Ich würde es euch empfehlen, nicht zu Hause nachzumachen. Hey, ich bin's wieder, Kathi. Und im heutigen Video geht's mal wieder um Instagram. Und zwar habe ich erst vor kurzem ein Video hochgeladen, wo ich euch gezeigt habe, beziehungsweise wo ich mit einem Fake-Account, unter Anführungszeichen, so ein Test-Account, getestet habe, wie viele Follower ich schaffe, in einer Stunde zu bekommen. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch unten in der Infobox. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und weil das Video so gut bei euch angekommen ist, habe ich mir gedacht, mache ich jetzt einen zweiten Teil. Und zwar habe ich mir gedacht, mache ich so einen kleinen Test, wo ich probiere, an Instagram-Likes ranzukommen. Weil mein Account jetzt, also den ich mir eben erstellt habe, heißt irgendwie so Unicorn Lover, Underline, irgendwas. Da ist kein Bild drauf, also keine Beiträge sind dort und ich habe nicht mal ein Profilbild. Und ich habe es eben geschafft, damals in dem Video innerhalb von einer Stunde über 100 Follower zu bekommen. Erstmals interessiert mich jetzt, wie viele Follower davon noch übergeblieben sind oder ob irgendwie neue dazugekommen sind. Das werden wir jetzt gleich mal schauen. Und zweitens eben, ob ich es irgendwie schaffe, also ich werde kein Profilbild hineingeben, ich werde einfach nur ein Bild hochladen, ob ich irgendwie an Likes komme. Durch diese Like-for-Like-Strategie, also ich werde so kommentieren und irgendwie so den Hashtag Like-for-Like nutzen. Mal schauen, wie viele Likes ich dadurch schaffe, denn ich finde es so lustig, das mit diesem Account zu testen. Da ist ja nämlich kein Profilbild und das ist ja jetzt irgendwie nichts und ich bin gespannt, ob ich trotzdem irgendwie jetzt Likes bekomme. Vor allem werde ich einfach irgendein Foto hochladen, vielleicht einfach nur ein weißes Bild. Ja, das ist nämlich richtig unspektakulär und das müsste man jetzt eigentlich nicht liken, aber ich schau mal, ob ich schaffe, auf ein weißes Bild Likes zu bekommen. So, und hier bin ich auch schon auf meinem Profil unicornlover2471 heißt es, genau. Und zwar, oh mein Gott, Leute, ich habe noch immer 64 Follower und wie ihr seht, keine Beiträge, kein Profilbild und ich heiße Lena. Voll undercover. Ich meine eigentlich überhaupt nicht, weil jeder da, der dieses Video sieht, weiß, dass ich das bin. Aber ich mache ja nichts mit diesem Profil, außer Sachen zu testen. Das finde ich eben extrem lustig, denn auf meinem Kanal geht es ja eigentlich hauptsächlich darum, Sachen zu testen, Produkte, Dienstleistungen, was auch immer. Und ja, heute ist mal wieder Instagram dran. Dann werde ich einfach hier mal jetzt ein Foto schießen. Ich fotografiere einfach hier diese Wand. Sehr schön. Und dann posten wir das. So, dann hätte ich gesagt, machen wir hier nochmal ein bisschen Helligkeit. Ja, mehr brauchen wir nicht. Machen wir es blau? Ja, machen wir es ein bisschen bläulich. Und teilen! Das Foto ist hier! So Leute, so sieht jetzt mein Profil aus. Ein Beitrag. Habe ich schon Likes? Tun wir mal aktualisieren. Nein, ich habe keine Likes. So, ich schreibe jetzt als erstes mal hier in die Kommentare so ein paar Hashtags rein, weil das ist ja wichtig. Like for likes. Like for follow. Like for likes. So, und jetzt werde ich das hier posten. Wird gepostet und mal schauen, ob mir das was bringt, dass ich irgendwie an Likes komme. Okay, Kommentar. Doch, du bist hier. Das sieht mir so nicht aus. Dann warten wir mal kurz ab, ob mir das ein... Ich like einfach selbst mein Bild. Dann gefällt es jemandem schon einmal, also mir selbst. Ich bin jetzt auf Justin Bieber seinem Account und schreibe hier mal einfach in die Kommentare... Hashtag like for like posten. Unicorn Lover, super. Entschuldigung, Justin. Ich möchte ein Like bekommen, bitte. Nein, ich habe noch immer erst einen Like. So, ich gehe jetzt einfach mal hier unter den Hashtag in der Suche like for likes und werde diese Bilder hernehmen und einfach mal liken und hinschreiben. Kommentieren einfach Hashtag like for likes, weil die oder der hat das ja sowieso geschrieben. Das heißt, vielleicht bekomme ich ein Like zurück, denn ich habe das Bild ja geliked. Ich werde das jetzt einfach hier so bei allen möglichen Menschen machen und hier so in die Kommentare reinschreiben Hashtag like for likes. Darüber steht eh schon follow me, ja, folgt mir. Möchte doch nur einen Like. Oh! Ein Like und einen neuen Follower. Dann aktualisieren wir hier mal. Und seht ihr Leute, es gefällt schon zwei Leuten, mir selbst und einer fremden Person. Und ich habe schon 65 Follower anstatt 64. Das ging ja rasch.
Ich mache jetzt einfach mal weiter damit, dass ich eben so Hashtag Like for Like in die Kommentare bei jemandem schreibe, der das zu seinem Bild dazu geschrieben hat, und werde das halt so kommentieren und mal schauen, wie viele Likes ich auf mein Foto bekommen werde. Ich melde mich dann nachher wieder bei euch, werde das jetzt hier so, weil das ist ja wieder langweilig für euch. Habe euch ja gezeigt, was ich machen werde, melde mich dann und zeige euch dann, wie viele Likes ich bekommen habe. So, es ist jetzt genau eine halbe Stunde vergangen und ich zeige euch jetzt gleich, was ich geschafft habe. Schreibt in die Kommentare, was schätzt ihr, was ich in einer halben Stunde für Likes bekommen habe. Auf ein weißes Bild, und zwar 11. Nicht sehr spektakulär, aber Leute, ich muss euch sagen, es ist echt schwierig, mit einem weißen Bild und ohne Profilbild Likes zu bekommen. Ich habe mir echt mehr erwartet irgendwie. Vor allem, ich habe jetzt bestimmt so 100 Kommentare oder so rausgeschickt, mit Like for Like und sowas, und habe deren Bilder halt immer geliked und in der Hoffnung, dass die zurückliken, aber mehr ist jetzt nicht passiert, beziehungsweise sind ja eigentlich nur 10 Likes in einer halben Stunde, weil einer ist ja von mir selbst. Ich habe ja selbst mein tolles, wunderschönes, weißes Bild geliked. Und ja, also ich finde diese Methode generell, es macht keinen Sinn jetzt irgendwie, wenn man das irgendwie auf Instagram betreibt und dadurch versucht an Likes zu kommen, weil ich finde es immer schön, wenn man echte Likes bekommt. Also wenn jemand auf Gefällt mir drückt, weil es ihm wirklich gefällt und nicht, weil ich jetzt irgendwie Leute dazu zwingen muss, sie mein Bild zu liken. Vor allem hier bei dieser Like-for-Like-Strategie, das ist ja echt einfach nur, du willst Likes und was bringt es dir, was bringt es mir, dass ich da jetzt 11 Likes auf diesem Bild habe? Nichts. Also ich freue mich mehr über Likes, wenn das eben wirklich von Menschen kommt, die echt Interesse an deinem Content haben und eben dann vielleicht noch ein nettes Kommentar da lassen. Und ich merke selber bei meinem echten Account übrigens, ich heiße dort Katinska Underline, dort könnt ihr gerne mal vorbeischauen, das ist mein echter Account. Dort mache ich natürlich nicht so einen Blödsinn, deswegen habe ich diesen Test-Account hier eben, weil es mich einfach interessiert, welche Leute darauf eingehen und die das eben machen und eben das gleiche mit den Followern. Und es gibt ja noch zigtausend verschiedene Methoden, um an Likes und an Follower zu kommen. Das heißt, wenn ihr noch so ein Video sehen wollt mit ganz anderen Methoden, dann schreibt mir das super gerne in die Kommentare und lasst einen Daumen nach oben da, dann weiß ich darüber Bescheid. Ich finde es einfach super lustig, das zu testen und da eben zu schauen, welche Leute darauf eingehen. Also ich würde es euch empfehlen, nicht zu Hause nachzumachen, sondern einfach wirklich super Content zu produzieren, was die Leute interessiert und was sie dann eben gerne liken und nicht eben jetzt irgendwie, um auf diese Methode zurückzugreifen. Denn die Leute liken ja nicht, weil ihnen das Bild jetzt gefällt, sondern zwecks, ja, Like for Like, du gibst mir ein Like, ich gebe dir ein Like und was haben wir jetzt beide von dem Like? Gar nichts. Also genau. Schaut einfach, dass ihr coole Bilder produziert, dass es euch Spaß macht und wie gesagt, fokussiert euch nicht so sehr auf Follower und Likes. Macht es aus Spaß, macht es mit Leidenschaft und dann werden bestimmt Leute auf euch aufmerksam, wenn ihr da eben mehr Leute als eure Freunde erreichen möchtet. Ich habe das eben jetzt, wie gesagt, nur aus Spaß getestet, weil es eben auf meinem YouTube-Kanal einfach ums Testen geht und ich finde es mega lustig und würde mich super freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich teste natürlich auch andere Sachen außer Instagram-Blödsinn jetzt hier, so wie ich Follower und Likes bekomme. Schaut gerne mal bei meinen anderen Videos vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss!